Am Freitag fand bereits zum 6. Mal die Ausbildungsplatzbörse im nördlichen Landkreis Böblingen statt. Ab 9 Uhr drängten hunderte Schüler durch die Rankbachhalle in Renningen. Seit 2 Jahren trägt sie den Namen Intercom. Interkommunal bedeutet, Sie sehen es, 8 Kommunen sind die Veranstalter dieser Intercom. Zusammen mit dem Verein für Jugendhilfe wollen die Kommunen Renningen, Leonberg, Rutesheim, Weilderstadt, Eidlingen, Grafenau, Markstadt und Weissach den Jugendlichen einen guten Überblick über Ausbildungsberufe, Studiengänge und Möglichkeiten geben. Dass zukünftige Azubis sich hier mit den Ausbildungsleitern, mit den Betrieben treffen und man auf Augenhöhe im Endeffekt im Gespräch miteinander über die Zukunft spricht. Wo möchte ich hin? Was möchte ich werden? Passt das mit Ihnen überein? Und die Firmen fragen, okay, welche Jugendlichen sind da und wie passen die auch zu meiner Firma? Also es ist im Endeffekt auf Augenhöhe sich zu begegnen und zu gucken, ob man zueinander passt. Insgesamt 63 Aussteller beteiligten sich mit Ständen an der Veranstaltung. Von kleinen Firmen über größere bekannte Firmen bis hin zu Institutionen und Berufsschulen konnten sich die Schüler und Jugendlichen informieren lassen. Und die Aussteller selbst hoffen mit ihrer Präsentation auf endlich wieder steigende Azubi-Zahlen für ihre Handwerkszünfte. Die Aussteller und auch meine Kollegen sind sehr zufrieden. Wir können etwa bis jetzt Mittag sagen, dass 1000 Schüler gekommen sind und erwarten uns einfach bis zum Nachmittag, dass noch viele Eltern mit ihren Jugendlichen kommen. Am Ende des Tages konnten etwa 1500 Besucher gezählt werden. Etwa so viele wie im letzten Jahr. 2015 findet die Intercom dann in Leonberg statt.